Immerhin etwas. Wir haben jetzt die Schleife und dann gehen wir auch gleich weiter zur Rosa. Und schauen mal, ob ihr die Schleife, die wir jetzt hier gekauft haben, gefällt. Eine hübsche Schleife. Na klar, ist das ein Geschenk. Weil du so nett bist, möchte ich mit dir gehen. Kommen wir jetzt mal diesen Tempel an. Na klar. Und da wir jetzt mit einem Star unterwegs sind, können wir jede Tür öffnen und jede heißt insbesondere auch die ganz rechts. Also nicht so weit rechts, sondern die etwas weiter links rechts. Moment. Na, wo ist sie denn? So groß als heiße Quellen, so groß als Küste. Die da genau. Die habe ich gemeint. Ich war jetzt irgendwie perspektivisch falsch. So, dafür machen wir sie gleich einen Kopf kürzer, die gute Rosa. Um uns die Schleife wieder zu holen. Gehen wir mal da hoch und schauen uns diesen Tempel an. Ja, ich weiß. Ganz, ganz gefährlich hier. Mal sehen, was wir jetzt bekommen. Wahrscheinlich eine neue Jahreszeit, ne? Gehe ich einfach mal davon aus. Ich erinnere mich nämlich, dass irgendwo eine Tür verschlossen war. Und wenn sich das jetzt damit erledigt hätte, dann wäre das ja klasse. Jawohl, die war's. Oh, ich hasse solche Rätsel. Ah, oh, halt. So. Und hoch. Was kriegen wir jetzt hier Tolles? Das ist... Da bist du, ehrenwerter Held. Ich bin der Geist des Sommers. Der Sommer lässt kletternde Ranken wuchern und Flüsse austrocknen. Merke dies. Hyrulianische Legenden berichten, der Bezwinger des Bösen trage ein Dreieck auf seiner linken Hand. Möglichst, dass du der Held bist. Nun, ich gebe dir die Kraft des Geistes des Sommers. Ich habe jetzt nämlich gelernt von Deathmig, dass es Hyrule heißt. Dem Stab der Jahreszeiten wurde die Wärme des Sommers verliehen. Ich klettere einen Baumstumpf, um den nächsten Sommer herbeizurufen. Ja. Und das Mädel hat alles mitgekriegt. So. Überspringen wir ein paar Frames, weil was wollt ihr da sehen? Hä? Verstehe ich jetzt nicht, wie ich da hochgekommen bin, aber gut, das Spiel wird schon wissen. Ach so. Ich weiß nicht, kann ich da noch was gewinnen beim Tanzkurs? Ich versuch's mal. Komm. Ein Spielchen ist drin. Brauchst du eine Einweisung? Nein. Du hast echt was drauf, dann bist du am Tag gesehen, dein Preis. 50 Erzbrocken, prima. Das, würde ich sagen, reicht jetzt auch erstmal. Ich wüsste nicht, welche Türen wir noch hätten, die wir öffnen müssen. Das Känguru können wir hier wohl kaum rufen. Dann laufen wir hier mal weiter. Nach unten. Also gut, dann gehen wir wieder durch diesen Gang durch.
Market und schauen mal, wo ist unser Teleporter? Ist der nicht hier irgendwo? Da geht's zum Strand. Da ist er ja wohl. Und tschüss. Und das Känguru hat die ganze Zeit geduldig auf uns gewartet. Jetzt können wir es Sommer werden lassen. Wie schön. Dann nutzen wir das doch gleich mal aus. Oder können wir das nutzen? Moin. Ja, ihr bist ganz toll. Ganz toll bist du. Wir müssen es sogar ausnutzen, fällt mir gerade ein. Denn sonst kommen wir hier nicht weiter. Da komme ich nur hin, wenn da Ranken sind. So. Und zack, Winter und zack, Sommer. Und die Ranken wuchern wie versprochen und damit herzlich willkommen im Dungeon Nummer 3, die Giftmottenhöhle. So, hier brauchen wir die Schilder. Oder das Schild. Zack. Denn nur so können wir die Viecher kaputt kloppen. So. Und nur so kommen wir auch weiter. Da gibt's auch noch einen Gang. Und die kluge Eule kann uns wieder einen Ratschlag geben. Verteidigung ist der beste Angriff gegen Stacheliges. Ja, danke, das wusste ich noch, aber es ist trotzdem gut, dass du mir es mitgeteilt hast. So, machen wir so. Zack, zack. Ich habe Schild vorgehalten. Also. Mal sehen, was wir da so Tolles finden. Da ist schon mal nichts. Oh Gott. Stirb, verrecke, verrecke, verrecke. Das nervt mich. Also die Hände, die waren echt dümmste Erfindung. Also ganz ehrlich, ich mag ja dieses Spiel wirklich sehr, aber die Hände gehen gewaltig auf den Senkel. Und tschüss. Ja, genau. Reagier nicht auf meinen B. Ich speichere hier einfach mal. Nein, das mache ich nicht mit. Ja, nicht über, also von überall her kommen die blöden Hände. Weg, weg, weg. Ich bin ja nur noch damit beschäftigt, die Hände loszuwerden. Jetzt aber zack ich, jetzt aber zack ich, jetzt aber zack ich. Ein Schieberätsel und diesmal offensichtlich sogar ohne Hände. Haben wir jetzt was Besseres gefunden?
Boomerang, danke. Diese Wesen sind ziemlich unheimlich, die machen nämlich genau das gleiche wie ich. So, hier kracht der Boden ein. Schauen wir erstmal da hoch. Vielleicht kriegen wir mal langsam die Karte oder irgendwas in der Richtung. Okay, also das hat mit anderen Worten gar nichts gebracht. Außer, dass wir Bomben vergeudet haben. Da kommen wir nicht raus. Und da kommen wir aber dafür raus. Ach, verrecke einfach. Komm. Danke, Bomben. Und wenn man hier schon Bomben bekommt, dann muss hier wohl auch ein Geheimgang sein. Man kriegt die Karte. Und was sehen wir? Ja. Dass wir noch viel, verdammt viel zu tun haben hier. Und damit ist das Spiel gerade abgestürzt. Bis dann, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich mache das nächste Mal weiter. Tschüss.